Wir danken dafür, dass das koreanische Volk der größten Sache des kubanischen Volkes unverändert Priorität erweist und hofft dafür, dass man offensichtlich die Beziehungen der Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern ausbauen werde. Außerdem traf sich Kim Jong-nam mit dem Vizeministerpräsidenten der Demokratischen Republik Kongo, dem Präsidenten des Parlaments der Demokratischen Sozialistischen Republik Sri Lanka, dem Präsidenten des Senats des Parlaments der Republik Kamerun, dem Sonderbeauftragten